Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen in unserem Format Naturmedizin. Wir haben immer zur gleichen Zeit, am gleichen Tag, haben wir über die Schüssler-Salze, über die ganze Mysterie dahinter ein bisschen aufgeklärt. Einerseits über die ganzen Beweggründe, Hintergründe, die geschichtliche Sichtweise, was letztendlich dazu geführt hat, dass es überhaupt Heilpraktiker gegeben hat daraus, also aus der Entstehungsgeschichte heraus. Dann haben wir angefangen, die einzelnen Nummern mal zu dokumentieren und sich zu fragen, für was sind denn die Schüssler-Salze eigentlich gut. Heute kommen wir zur Schüsslersalz Nummer 6. Aber wenn Sie es interessiert, was die Nummer 1, 2, 3, 4, 5 macht, dann gehen Sie doch bitte einfach auf qs24.tv, unserem Fernsehsender, oder auf unseren YouTube-Kanal und schauen sich doch bitte diese Sendungen nochmals an. So, heute habe ich wieder meinen Gast da, nämlich der Apotheker, Heilpraktiker und Biochemiker. Herzlich willkommen, lieber Wolfram Kruenz. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, bei dir zu sein, Alexander. Ja, es lebt auch immer ganz toll. Ist eine sehr kurzweilige Sendung. Muss immer aufpassen, dass die Zeit nicht überschreitet. Die Zeit läuft schon weg bei Schüssler. Ist bei mir aber immer so, bei den Seminaren auch. Ich rede und die Leute sind interessiert. Es ist so spannend einfach, die Thematik. Ja, also speziell, wenn du auch mit den praktischen Beispielen kommst. Was hast du schon alles erlebt? Was hat sich ergeben? Habe ich ohne Ende Beispiele bei jedem Mineral immer, Und eben auch nochmals für die Zuschauer, was ist Schüsslersalz? Ist das ein reines Placebo? Ist das ein reines Homöopath? Schauen Sie sich bitte die Sendung nochmal an. Sendung Nummer 1 haben wir darauf Stellung bezogen, was ist drin, was ist nicht drin, um was geht es und warum funktioniert es. Alles gut dokumentiert. So, also, wir haben eine Geschichte, die du ja immer wieder erzählst, über die Entstehung der Welt, diese sehr philosophische Sichtweise. Und und sag doch einfach nochmals, wie es angefangen hat. Wir Nummer hatten eins. So nach dem Bibelbericht, wie Gott den Menschen schafft, den Adam, hatten wir das parallel entdeckt, so ein Schüsslersalzen. Und im Bibelbericht formt ja Gott den Adam aus Lehmerde, also ein bisschen so elastisch. Ja, das wäre praktisch die Nummer eins. Elastizität im Körper, Calciumfloratum. Dann bekommt Adam natürlich ein Skelett, Knochen, Zähne und so weiter. Und das ist die Nummer zwei. Gott nimmt ja tatsächlich aus der Rippe, dann macht die Eva, kommen wir zum Du dann auch. Und dann das dritte ist aber eigentlich, dass dieses ganze Ding jetzt mal belebt wird. Also Gott haucht Adam den Odem des Lebens ein, Sauerstoffversorgung. Sauerstoff heißt ja auch atmen, aspirieren, Spiritus, das ist auch Geist einatmen. Da könnte man noch viel weiter philosophieren. Die Chinesen, wie die sagen, mit jedem Atemzug holen wir wirklich Geist, oder die Inder sagen Prana, aus dem Weltall in uns rein. Und die vier wird dann das Thema der Drüsen, also Gefühle. Er bekommt Gefühle zur Eva. Und die Nummer fünf hatten wir gesagt, Gedankenkraft. Da hatten wir gesehen, auch in der Bibel gibt es die Parallele, dass man sieht den Baum der Erkenntnis, also Denkkraft. Und jetzt kommen wir zur Nummer sechs. Und da haben wir tatsächlich, was kommt jetzt im Bibelbericht, da kommt der Sündenfall. Und die Nummer 6 ist tatsächlich auch das Mineral bei, ich sage jetzt erstmal, körperlicher und geistiger Verdreckung. Man sieht ja auch, dass Körper und Seele so zusammenhängen. Das heißt, wenn man mal guckt, die Naturkunden aller Völker, das war auch immer eine Einheit körperliche und seelische Reinigung. Das war immer ein spiritueller Weg. Ich erinnere dich nur an die indianischen Schwitzhütten zum Beispiel. Das ging immer auch um großen Geist und nicht nur um Körper. Fasten, Hildegard von Bingen, diese ganzen Wege. Ich gebe da also ein ziemlich drastisches Beispiel. Nehmen wir an, ich bin auf dem Meditationswochenende, ein spiritueller Weg, wir meditieren ganzen Morgen, reden über Gott, über geistige Dinge und jetzt zum Mittagessen gibt es jetzt Schweinshaxe mit Pommes, Dann merkt man, das passt gar nicht, Also es ist immer ein ganzer Weg, Ernährung, die ganze Lebensart, das gehört zusammen. Und die Nummer 6 ist das große Mittel für die Leber, Kaliumsulfuricum. Und geht es um die Entgiftung jetzt? Unbedingt auch, Also Schüssler unterscheidet ja drei Phasen der Entzündungsstadien. Das heißt, irgendwas will den Körper überschwemmen. Dann hast du Akutreaktionen mit der Nummer 3, Ferrum Phosphoricum. Durch Blutung, Sauerstoffversorgung versucht es hinzubekommen, aus dem Körper rauszubringen, dass es nicht in die Zellen reingeht. Zweites Entzündungsstadium ist die Nummer 4, die versucht es noch in Lösung zu halten. Und wenn es der Körper nicht schafft, dann gehen wirklich solche Stoffwechselschlacken, Stoffwechselmüll in die Zellen. Und es ist ja spannend, mal zu überlegen, woher kommt denn der Ausdruck Leberflecken? Die alten Ärzte, die noch Ahnung hatten, die haben bemerkt,
wenn für uns der Tag vorbei ist, irgendwann müssen wir das Tagewerk zur Seite legen. Irgendwann ist Feierabend, ja. Und für den Körper ist es genauso. Das heißt, die Menschen stopfen zu viel Ungutes in sich rein, ja, Umweltgifte und so weiter. Und für die Leber ist der Tag auch irgendwann vorbei, ja. Wo soll jetzt so ein Stoffwechselmüll, Stoffwechselschlacken abgelagert werden? Ins Gehirn, in die Niere, wäre keine gute Idee. Ins Herz oder so, ja. Die beste Idee ist noch Bindegewebe. Da ist relativ wenig Stoffwechsel. Das heißt, es ist relativ ungefährlich auch. Und das, was man als Leberflecken bezeichnet, ist wirklich einfach nur, die Alten haben bemerkt, wenn die Leber den Körper nicht mehr sauber reinigt, dann kommen diese Leberflecken. Ist das tatsächlich so? Weil viele ältere Leute haben ja plötzlich auch diese Altersflecken. Genau, das sagt man dann auch Altersflecken. Aber eigentlich sind beide Begriffe richtig zutreffend, da ist aber Leberflecken, weil im Alter wird eben auch drastisch die Möglichkeit geringer, die Körpersäfte werden weniger, Entgiftung, das wird ja weniger. Und je älter der Körper wird, umso mehr ist er in der Gefahr zu vertrecken einfach. Also. Und es ist eine Dauerrückmeldung, die ich bekomme. Die Leute kommen, machen Schüsslerprogramm, natürlich mit der Nummer 6 dann. Entgiftung, basisches Bad, richtiges Programm. Und dann kommen die nach 100 Tagen und sagen, Herr Kunz, kann das sein, die Flecken auf meinem Handrücken wurden ein bisschen blasser, die gehen weg, gell? So, und das ist ja, kann das sein? Sie erleben es ja gerade live, ja. Wir hatten jetzt einen spektakulären Fall. Kam eine ältere Dame, die hat von uns gehört. Und für sie war es jetzt kosmetisch sehr bedrückend. Für sie hat sie das erlebt. Also das ganze Gesicht war auch fleckig. Du kennst alte Menschen, das ist wie Leopard als scheckig, ja. Und bei ihr war es für sie besonders schlimm im Gesicht und an der Oberlippe. Das muss man sich immer vorstellen, was in Jahren, Jahrzehnten, die Frau ist vielleicht 70, 75, ja, das wird man nicht jetzt in 100 Tagen rauskriegen, aber sie hat das Programm gemacht und Gott sei Dank, es war tatsächlich so, die Oberlippe war dann komplett frei, das hat sie sehr beglückt, ja, das haben wir schon geschafft. Also es funktioniert zuverlässig und man muss das wirklich so ganzheitlich begreifen. Ja, ich wusste das jetzt auch nicht. Ich höre nur von Menschen, die sagen, oh, ich möchte nicht da irgendwelche Altersflecken im Gesicht haben. Ja, die beste Vorkehrung, dass das nicht passiert, ist die Leber zu unterstützen in ihrem Prozess. Ja, so ist es. Genau. Und man kann es wirklich auch wie ein Sondermülldepot auch wieder aufarbeiten. Ja, das ist dann nur abgelagert. Ist natürlich auch nie gut, gesund für den Körper. Kann dann immer auch, wenn es zu viel wirklich Gift ist, auch mal entarten. Also es ist nicht nur eine kosmetische Frage. Eigentlich toll genug, dass man das schafft, ja. Aber es ist ja pure Gesundheit, so einen Müll aus dem Körper wegzukriegen. Ne? Es ist sogar, kann man im Umkehrschluss aber auch sagen, ja. Leute mit 70, die noch eine schöne Haut haben, genau, sind gesünder. 100% ist es so, ganz sicher, genau. Mhm. Also mir hat eine ältere Dame gesagt, das gibt ja dann also so richtig auch so komisch, es ist ja nicht nur dann gefärbt, sondern so Ausbuchtung und der Müll richtig aufgehäuft wird, ja. Und bei alten Leuten ist die Haut als bisschen weich unter der Dusche, die können diesen Müll regelrecht abkratzen. Also ist die Idee von der Natur, das nicht im Körper irgendwo am Herz zu lagern, ja, sondern außen, von daher auch sehr gut gemacht, ja. Also die Natur ist sehr weise und bringt es nach außen. Das und wenn man dann schwitzt, kommt es raus, ne, aber man muss das alles immer unterstützen. Auch eine Erstdiagnose eines Therapeuten, wenn man einen Menschen Leber, genau. Zack, zack, oder? Und dann hast du mal noch gesagt, Zunge rausstrecken und dann hast du die nächste Diagnose und so weiter. Das Gesicht zeigt alles, die Natur zeigt alles. Ja. Was ist denn eigentlich drin in diesem Mittel für die Leber? Das ist ein Betriebsstoff, den die Leber wirklich direkt für ihren Stoffwechsel braucht, Kalium Sulfuricum, das kann man so sagen. Ja. Nochmals? Ein Betriebsstoff, also damit Kalium Sulfuricum, ist nochmal ein Kaliumsalz jetzt, ja. Mhm. Und die Leber kann das direkt gebrauchen. Und da sieht man auch an einem Beispiel, jetzt die Nummer 6, dass man mit Schüssler immer so viele Fliegen mit einer Klappe schlägt, sage ich immer. Ja. Die Leber ist ja vor allem bekannt als Entgiftungsorgan, wichtig genug. Was oft nicht beachtet wird, ist, dass die Leber auch unbedingt ein aufbauendes Organ ist, ein anaboles Organ. Ja. Die hat sehr viele Funktionen, um Gewebe aufzubauen und so weiter. Ja. Da gibt es dann ganzheitlich, das ist auch ein Paradebeispiel, um mal ganzheitlich Gesundheit zu begreifen. Ja? Die Leber hat, weiß die Medizin, inzwischen 900 Funktionen. Und wenn du eine Tablette Nummer 6 lutschst, ja, dann regst du 900 Funktionen an. Ich sage dir mal so ein paar Beispiele, wohin das noch führt. Also nicht nur Entgiftung, was wichtig genug wäre. Konkretes Beispiel, kommt eine Frau und sagt, sie hat einen Schnappfinger. Hast du es mal gehört? Also der Finger schnappt einfach so rum. Ja, oft ist es der oder mal der Zeigefinger und die kriegt den gar nicht gerade. Dann heißt es, muss man operieren und so, ja. Wenn die Leber
ich sag mal, überlastet ist mit Entgiftungsaufgaben. Die sind immer vorrangig, das ist klar, ja. Sie hat aber 900 Funktionen, ja. Jetzt stell dir mal vor, irgendwie eine Hausfrau, die hat so viele Aufgaben und das auch noch und die Kinder kommen rein und trägt und was weiß ich alles, ja. Wenn du dir jetzt mal die Hauptaufgabe Entgiftung abnimmst, kann die sich auch um andere Dinge kümmern, ja. Eine Aufgabe ist zum Beispiel auch der Leber Kollagenbildung. Also wenn du Kollagen, du brauchst es für Gelenke, für Knorpel, Sehnenbänder und das produziert auch die Leber. Der Zusammenhang ist dann klar. Das heißt, bei der Frau ist die Leber so überlastet, dass die Leber muss alles immer machen. Sie wird auch Kollagen produzieren, aber dann nicht in einer guten Qualität. Das heißt, die Sehnen, das ist dann nicht so schön elastisch, ja. Und dann habe ich ja gesagt, machen Sie, also wir haben äußerlich gearbeitet, dann Schüstersalben mit Nummer 111, konkret für die Sehne, für das Band, dass es elastisch ist. Und dann eben innerlich eine Leberkur. Mhm. Leberprogramm Schüssler, Pflanzen dazu. Und ich weiß, im Zeitraum, also sie kam dann gesagt, der Schnappfinger ist weggegangen. Mhm. Ja? Also das sind ganzheitliche Zusammenhänge. Jetzt hast du noch das Wort Pflanzen gelernt. Leber, genau, ja, da gibt es eine Fülle an Möglichkeiten natürlich zu kombinieren, die Leber anzuregen. Also es gibt natürlich den Löwenzahn. Ja, es gibt so viele Pflanzen, die die Leber anregen, wo man ihr helfen kann. Mhm. Ist ja auch mal eine Überlegung wert, wenn man jetzt Schulmedizin mit Naturkunde vergleicht. Es gibt so ungefähr 50.000 verschiedene chemische Medikamente, die man schlucken kann, ich sag mal, gegen alle möglichen Beschwerden. Sagen wir mal, ein einziges Medikament, das für die Leber wäre, mit ihren 900 Funktionen. Ich glaube, da haben Sie gar keine Forschung, oder? Es gibt nicht ein einziges Medikament, das der Leber hilft. Aber es gibt eine Fülle von Naturheilkunde, um die Leber zu stärken. Ja, einmal ja. Grund mehr, wenn diese zwei Lager zusammenarbeiten würden. Ja, gut, genau. Vereint. Wenigstens, ne, kann ja sein, dass man ein schulmedizinisches Medikament absolut notwendig ist. Es wird aber auf die Leber gehen, ja. Und dann heißt, ja, Ihre Leber müssen wir beobachten, ja. Die Leberwerte sind erhöht, ja. Und Entschuldigung, das nützt aber nichts, die Leber zu beobachten. Man muss ihr immer helfen, ja. Mhm. Also, wenn ich zwei Kasten Sprudel auf einmal trage, das tut meiner Wirbelsäule vielleicht nicht gut, dann hilft es mir nicht, wenn du mich dabei beobachtest, engmaschig, ja. Da muss man schon helfen, ja. Die haben jetzt einen spektakulären Fall. Ich hatte ja gesagt, dass die Kombination Schüssler mit dem Zelltuner fantastisch ist. Und wir haben jetzt einen Fall, ich habe da so ein Blatt mitgebracht. Das war jetzt eine Dame, die kennt uns schon länger, die kam in die Heilpraktikerpraxis und hat Folgendes gemacht. Bei ihr waren jetzt Leberwerte drastisch erhöht. Sie kennt uns schon, hat Vertrauen. Ich habe ihr Folgendes gesagt, wir haben das Wasser mit einer Lebermischung Schüssler versetzt, mit den Tropfen. Komplette Lebermischung in Glas Wasser. Das Wasser befeldet. Das hat sie schlückchenweise getrunken, dann werden die Mineralien, Schüsslermineralien über die Mundschleimhaut resorbiert und währenddessen gleich die Antenne, ich mache das jetzt mal konkret vor, also hier einfach so direkt auf die Leber und dann bekommt die Energie. Ja. Was ist jetzt passiert? Die Leberwerte waren, ich kann das mal gerade vorlesen, sie hat es mir schriftlich bestätigt, sogar mit Unterschrift, ich sage es aber nicht, aber du kannst sehen, das ist wirklich geschrieben. Spektakulärster Wert aber, ich sage dann alle, GPT, so ein Leberwert, ist 455, ja. Sie hat eine halbe Stunde Schüsslermischung mit dem Zelltuner gearbeitet, nächste Woche nochmal eine halbe Stunde, nochmal eine halbe Stunde, drei Einheiten. Die Verbesserungen waren nach jeder Woche, aber sie hat nach drei Einheiten, dreimal eine halbe Stunde Schüssler und der Zelltuner von 455 auf, Moment, hier habe ich es, GPT, auf 91 Leberwerte runter. Gamma-GT war von 140 auf 88, GOT von 340 auf 75 und AP, sage ich gleich was, war 153, ist auf 87. Es ist eine medizinische Sensation. Der AP-Wert, der wird bei jedem Blutbild eigentlich gemacht, aber da nimmt eigentlich keiner Stellung dazu. Warum? Weil, muss man jetzt echt so sagen, die Schulmedizin da nichts weiter machen kann. Was ist AP? AP ist die alkalische Phosphatase. Das ist ein Enzym, das bei Bedarf Calcium aus dem Speicher freistellt, aber auch im Raubbau. Das kann auch schlecht sein, ja, wenn wirklich ein Substanzverlust im Körper ist. Und dann wird es noch mehr rausgezogen. Und wenn wir das geschafft haben, mit dieser Kombination Schüssler mit dem Zelltuner innerhalb von drei Einheiten, das waren zwei, drei Wochen, wo sie das gemacht hat, mit drei Sitzungen, den AP-Wert von 155 auf 87, das bedeutet massive Substanz. AP, wie gesagt, ist eigentlich ein Enzym, das das Calcium dann rauszieht, aber das ist wirklich wie wenn du ans Konto gehst, ja, und Schulden bezahlst. Und
wenn wir das geschafft haben, das ist so stark, jetzt will ich was anderes sagen, dass genau das AP eigentlich so massiver Wert ist, dass der sogar dann als Tumormarker gelten kann. Ja? Es ist nicht direkt ein Krebsmarker, aber weil der so substant sei, muss man da immer das bisschen im Verdacht haben. Ne? Und wenn wir das sogar schaffen, dann können wir wirklich sehr starke Medizin anbieten. Kannst du mir noch 2, 3, 4 Sachen sagen in Bezug auf, wie ich das merke, dass die Leber nicht mehr optimal funktioniert oder wirklich angestoßen werden sollte für eine Entgiftung? Ja, da gibt es eine Fülle an Anzeichen. Als in der Naturheilkunde hat den alten Spruch, die Müdigkeit, ja, das ist ein Leberanzeichen. Ja. Und man sieht natürlich sehr schnell auch so eine Gelbfärbung dann im Körper. Die Leber hat so viele Aufgaben, ich habe gesagt 900 Funktionen. Du weißt, dass die roten Blutkörperchen, die leben so circa 100, 120 Tage, dann zerfallen die. Was bedeutet, wenn die nicht abgebaut werden würden, dann hättest du praktisch verfaulendes Blut, Blutwurst wie Fleisch, würdest du bei lebendigem Leib verfaulen. Ja? Mhm. Und die Leber muss das immer entgiften, was da anfällt, die roten Blutkörperchen. Und wenn die das nicht schafft, ja, das sind dann die Blutfarbstoffe, der rote Blutfarbstoff wird zu Biliverdin und Bilirubin umgewandelt. Das kennst du auch, wenn man sich zum Beispiel mal stößt, dann hast du so eine Prellung und dann ist das Gewebe natürlich als blau-schwarz, aber auch so gelb-grün. Ja? Und das sind diese Abbauprodukte, zerstörte rote Blutkörperchen, das wird dann abgebaut. Wenn das jetzt aber massiv der Fall ist, zum Beispiel wirklich eine Leberthematik, Malaria zum Beispiel, ja, beginnt die Leber zu zerfressen, dann kann die Leber das Blut nicht mehr abbauen, das flutet an, diese nicht abgebauten Blutkörperchen und dann färbt sich das Weiße vom Auge gelb, das ist der Ikterus, ne? Das ist ein hochgradiges Leberzeichen. Mhm. Es gibt aber sehr viele Leberzeichen, zum Beispiel das Palmar-Erythem. Da war letztens eine Frau da, sie ist in Behandlung und sie war mir gegenüber gesessen und dann habe ich hier so eine Rötung, war knallerot hier, ja. Dann habe ich gesagt, zeigen Sie mir mal die Hand. Und das kann jetzt jeder Zuschauer googeln, ja. Da gibt man einfach ein Palmar-Erythem, ja? Ja. Und das ist hier eine Rötung und hier eine Rötung. Das ist ein klassisches Leberzeichen. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, was ist hier und so. Du musst mal was machen für die Leber. Nee, die haben nichts gesagt, ja. Und manchmal ist es eben auch so, dass die Leber schon, es kann ja hundeelend gehen, aber die Leberwerte können noch okay sein. Wenn sie schon messbar sind, dann ist dramatisch. Wann sind Leberwerte messbar erhöht? Wenn das messbar ist dann, ja, bedeutet, das, was ich hier gesagt habe, diese GPT und sowas, ja, das sind Enzyme, die in der Leber sind und arbeiten, entgiften. Wenn die Leber schon in einem Zersetzungsprozess begriffen ist, das heißt, ich sage jetzt mal drastisch, das Lebergewebe wird porös, löst sich schon auf und dann flutschen diese Enzyme raus aus der Leber und ins Blut und das sind die Leberwerte, die dann erhöht sind. Das heißt, wenn Leberwerte messbar erhöht sind, ist das Kind schon längst in den Brunnen gefallen. Und das misst man aus einer Blutanalyse heraus? Genau, das kann man im Blut dann die Leberwerte messen. Nimmt der Arzt das Blut und dann ab ins Labor und dann kommt diese Werte. So ist es dann, genau. Aber wir können mit Naturkunde viel früher Leberanzeichen sehen. Es gibt so viele Anzeichen, wie gesagt, das Palmar-Erythem. Und bei der Frau waren Leberwerte nicht messbar jetzt dann erhöht. Ne? Aber sichtbar, es ist klar. Drastisch, ja. Sie hat dann Lebertherapie gemacht und das war dann nach 100 Tagen auch was. Immer noch rot, aber die Hälfte ungefähr. Ne? Mhm. Leber, Zunge, auch gelber Belag. Mhm. Gibt eine Fülle an Anzeichen. Die Leber muss zum Beispiel auch Eiweiße entgiften. Und jedes Eiweiß, das du isst, hat ja seine guten Wirkungen auch. Ja? Aber es fällt immer Ammoniak an. Und das ist ein hochgradiges Zellgift. Ja? Ja, klar. Zu mir kam auch mal eine Patientin, die hat gesagt, mein Urin stinkt nach Ammoniak. Ja. Die konnte es sogar genau sagen. Das ist ein großes Darmproblem noch, oder? Und ja, genau. Sowieso vorhin ist dann, ja. Aber das heißt, wenn die Leber nicht mal mehr das Eiweiß so entgiften kann, ja, den Anfall an Ammoniak, dann ist es hochgradiges Leberzeichen. Ich habe noch eine Frage. Ja. Du hast vorhin das da kurz gemacht. Ich möchte das nochmals kurz in die Kamera halten und dich dazu fragen. Ich meine, wir übertragen mit diesem Gerät ja Energie rein zur Leber. Inwiefern hilft denn das der Leber jetzt hier wieder ihre volle Funktionsfähigkeit zu kriegen? Ja, die Leber ist ein hochregeneratives Organ und
wir wissen ja, dass wir mit dem Zeltjuna hexagonales Wasser erzeugen können. Mhm. Und das ist natürlich allein schon mal entgiften. Aber tatsächlich ist es ganz spannend, das ist wieder ein bisschen ein Mysterium. Auch die Leberzellen sind sechseckig. Ja? Also das ist wirklich auch diese Wasserklarheit, die du beim Wasser hast als Hexagon. Ja? Das siehst du auch in der Leber. Und die Leber ist ja auch wie Wasser entgiftend, reinigen. Das sind Zusammenhänge, die sind wirklich mystisch, muss man sagen. Da hat man der Perge mal gesagt, Herr Zeeberg. Der Therapeut, dass sich in der hexagonalen Struktur die ganzen Schlacken, der ganze Dreck nach außen getragen wird. Ja. Und dann nur noch sauber das Wasser trinken und weg ist. Man merkt es ja, wenn man nur ein Glas Wasser befeldet mit dem Zelltuner und trinkt ein Glas. Ich meine, wenn ich jetzt 2 Liter trinke, muss ich auf Toilette, ja. Aber die Leute gerade am Anfang, wenn die nur ein Glas von dem Wasser trinken, müssen die sofort auf Toilette runter. Wo wir den Zelltuner bekamen, mein Team, ja, die Mitarbeiterin, die trinken auch mal ein bisschen zu viel Kaffee und so weiter, Käse, ja, ich schimpfe immer um Cola und die eine rauchen so, ja. Und da gibt's schon viel zu entgiften, auch bei jungen Damen, ja. Und die haben dann nur ein Glas Wasser getrunken und haben gesagt, ich muss ja sofort auf Toilette runter, weil das so toll entgiftet. Sensationell. Ja. Jetzt nochmal zu den Altersflecken. Ja. Wenn das Leute haben, können sie auch hier noch zusätzlich befelden. Ja, man könnte die Schüssersalbe Nummer 6 Salbe, drauf, wollte gerade fragen, einwirken lassen und dann mit der Antenne noch und dann geht es auch deutlich voran. Also aber man muss es systemisch innerlich angehen. Ja, also man muss beides, den ganzen Staum innerlich auflösen. Weil ich meine, hier habe ich ja nur die Wirkung, die Ursache ist ja die Leber. 100%, du hast es richtig formuliert. Okay, also von innen her arbeiten, punktuell ist okay. Ich sage immer in die Zange nehmen, also systemisch vom ganzen Körper geben und dann lokal arbeiten. Mhm. Das ist perfekt. Genau. Wenn ich das, was wir jetzt in dieser Sendung gerade behandelt haben, noch irgendwo nachlesen will, gibt es irgendwo ein Verzeichnis, eine Möglichkeit, sich schlauer zu machen? Ja, also mein Buch kommt ja jetzt bald raus, Dr. Tesla meets Dr. Schüssler, wo eben auch gerade die Kombination mit dem Zelltuner genau beschrieben das ist, wie man das macht mit der Tesla-Technologie. Mhm. Und gibt natürlich eine Fülle Literatur, Schüssler, Bücher sowieso. Man kann auf unsere Homepage gehen, meine Heilpraktikerpraxis, Tesla, schuessler.de, also UE2S, Pinguin Apotheke Meichingen, also wie der Monat Mai und dann CH Meichingen und da kann man auch Informationen bekommen. Mhm. Und wenn ich mich beraten lassen will, weil du hast mal in einer anderen Sendung gesagt, nicht jedem Ort, wo diese Produkte angeboten wird zum Verkauf, ist auch die Kompetenz da, um gut zu beraten. Da würde ich auf die Homepage von der GBA gehen, von Thomas Feichtinger in Österreich und dann ist so ein Netz, wo man sieht, wo sind Schüsslerberater, wo ist der nächste Schüsslerberater, die Frau Müller-Frahling, die diese moderne Biochemie nach Deutschland gebracht hat, von Thomas Feichtinger. Da kann man auch auf ihre Homepage gehen und sieht ein Netz von Schüsslerberatern, die bildet ohne Ende aus, ist Boom, das werden immer mehr, Gott sei Dank. Ja. Also die bietet dauernd Kurse an, die sind überfüllt, weil die Nachfrage steigt. Kann ich auch dich anrufen? Selbstverständlich, okay. Alexander, ja. Weil, was ich bisher gelernt habe, und das ist ein bisschen ein Problem, jetzt sind wir bei der Nummer 6 und ich wüsste jetzt nicht, welches ich nicht nehmen sollte. Du hast die 1, 2, 3, 4, 5, die 6, alles sind hier logisch, völlig logisch. Ja. Wieso soll ich nicht die Leber unterstützen? Warum soll ich nicht das Eisen? Das ist ein Problem. Nimmst du auch alles oder was nimmst du? Ich nehme tatsächlich alle. Aha. Und seit 11 Jahren bis zum heutigen Tag und was sich allein bei mir verbessert hat, also das ist, ich war jetzt vorher nicht sterbenskrank, ja, aber abends so, lass mich in Ruhe. Irgendwann, Apotheke ist auch ganz schön stressig, ja. Mhm. Und ich bin jetzt wirklich, wie soll ich es formulieren, eher jünger geworden mit so vielen Dingen, ja, wo auch meine Haare sind wieder mehr geworden, sind dunkler geworden und so. So viele Anzeichen, wo man das einfach sieht. Spannend. Ja. Also ich würde, ich weiß natürlich auch bei mir dann, welches Mineral brauche ich. Ich messe die inzwischen, ich zähle die nicht mehr ab, ja, sondern ich sage, von dem brauche ich mehr, von dem weniger, das weiß ich ja. Mische mir das zusammen, aber das ist dann mein Ding. Und ich habe jetzt heute Morgen Schüssler gelutscht auf dem Weg zu dir. Ja. Ja, gibt es auch eine Schüssler-Tablette, wo schon alles drin ist? Das ist danke für die Frage, das ist eine gut gestellte Frage. Da ist ja so, wir hatten ja gesagt, Schüssler muss auch gewisse Mengen bringen. Also wir haben die Erfolge vielleicht mit, da brauchen wir dann 20 Tabletten am Tag. Ja. Jetzt könnte man, es gibt auch Firmen, die dann schon alles mischen, aber dann habe ich weniger drin. Ja. Dann muss ich halt 20 mal eine Tablette oder einmal 20. Also am Schluss müsste ich dann davon mehr nehmen. Und ich finde, Schüssler ist so fein individuell. Ich kann die Aufgaben angehen, sag mal, wie so ein Klavier. Ich kann die Taste drücken, den Akkord spielen für die Aufgabe, ja, oder Antlitzanalyse. Da sieht man, welches Mineral braucht der Mensch. Und dann kann ich halt mit den einzelnen Schüsslermineralen, so wie es Dr. Schüssler eingeführt hat, wirklich
ganz fein agieren. Und bei diesen Mischungen, das sind schon alles auch sinnvolle Mischungen für Leber oder so, ja. Aber ich finde, Schüssler ist das Tolle, dass du dann wirklich die Kombination spielen kannst, wie auf dem Klavier. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Wolfram. Unglaublich spannend, dieses Mysterium vom Schüssler. Wie heißt du zum Vornamen, der Herr da? Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler. Gut, ich danke ganz herzlich also auch für diese Sendung und auch ihm für diese Inspiration und hier eine Naturmedizin uns zur Verfügung zu stellen, die wirklich sehr interessant ist. Und Sie haben es heute gehört, der ein oder anderen Anzeichen für ein Leberproblem kann man sofort darauf reagieren, sei es auf Schönheitsideale hin oder eben bei roten Rötungen. Ja. Dann können wir was tun und wissen jetzt alle, woher es kommt. So, nochmals herzlichen Dank für diese Aufklärungssendung. Ihnen alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke, dass Sie uns zugeschaut haben. Alles Gute, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen miteinander.